Technik, da gibt es immer Yamani-Rio, wenn man mal schaut, das sieht man immer ganz gerne. Und wird dann hier so die Startposition gemacht, auch aus dem Dorf-Bujutsu, das ist die typische Startposition aus dem Dorf-Bujutsu. Man sieht die in allen Bujutsu-Kata heute noch, deswegen sieht man einfach. Und dann gehen die einen Schritt nach hinten. Und von dort, die Asch-Technik, gehen sie dann halt einen Schritt nach vorne und haben dadurch natürlich eine Riesendistanz. Ne? Das heißt, jetzt gefühlt nicht. Weil ich vom Startpunkt aus schlagen würde, dann hätte ich eine Distanz von mit dem Stock jetzt 1,50 Meter. Ne? Da würde ich machen. Oder vielleicht auch mal so 2 Meter. Ne? Würde ich jetzt machen. Ne? Wenn ich aber jetzt von hier starte, habe ich nochmal so 1 Meter dabei. Oder so. Das heißt, die Distanz, die ich mache, ist erheblich. Ne? Aber das macht natürlich auch Eindruck. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig kraftvolle Technik. Was man natürlich jetzt im Bujutsu macht, also auch im Zusammenhang mit der Suche nach der besten Technik ist, dass man eine Technik manchmal macht, dass man sich einen Gegner vorstellt. Ne? Ich stelle mir also vor, aha, da ist das gegnerische Dojo, den kann ich sowieso nicht leiden. Mache ich meine Technik jetzt besser als den seine? Ne? Ganz einfach, indem ich ganz hinten stehe und warte, bis der Nagel noch rangekommen ist. Ne? Ich komme da spazieren, ne? Ein alter Mann in der Straße, oder, und warte, bis der Nagel noch rangekommen ist und dann haue ich den von hinten. Ne, komme ich hier aus einer Ecke raus und hau den von hinten, hau ihm nur den Schädel, über den Knüppel nur den Schädel. Ne? So könnte man über die quasi die Technik interpretieren. Ne?